Leute, es geht los mit meiner Lieblingssportart Volleyball, wo wir ein Match machen. Und ich nehme mein Lieblingsvolleyballteam und ob ihr es glaubt oder nicht, da ist noch aber da ist nicht Ninja drin. Ich habe ja auch alle Captain Boost nämlich in weiß, was mich ziemlich nervt. Aber mein Lieblingsvolleyballteam besteht aus Luigi und Waluigi. Sehen wir mal. Oh nein, ich will nicht gegen den Ninja. Es ist mein Main in anderen Sportarten. Dann nehmen wir den hier. Nein, ich hab schwer auf normal. Wir nehmen die Mario Arena. Also ja, man muss die Bälle annehmen und durchschütteln. Man kann hier, glaube ich, auch wieder Team-Taktik da machen. Eigentlich muss einer den annehmen, der andere macht ihn dann hoch und dann der, den, als er es angenommen hat, haut dann voll drauf. Bei der Team-Taktik nimmt einer den an und der andere haut sofort drauf. Dann geht das ein bisschen schneller. Ja, man kann halt, wenn man schüttelt, dann kann man hier zielen und dann nochmal schütteln, dann läuft er. Man kann so mit dem Nunchuck auch rumlaufen. Das komplette Spiel spielt man mit dem Nunchuck. Dann kann man so halt auch zielen mit dem Nunchuck, wenn man so hochkommt und schlagen will, hat man halt ein bisschen Zeit zum Zielen. Wenn man hier beim Aufschlag A drückt, hoch macht, dann kann man das so machen und dann geht er ein bisschen schneller. Kann auch, wenn man es so oft macht, in die Hose gehen. Ja, das Special Move von allen ist ziemlich geil, aber deswegen habe ich es nicht genommen. Ich mag es einfach nur ziemlich gerne. Und ja, das ist ein Spiel ohne Zeitbegrenzung. Ich glaube, das ist sogar das einzige Spiel ohne Zeitbegrenzung. Hier gewinnt einfach nur, es gibt leider auch wieder zwei Partien, das heißt, das Part kann ein bisschen länger dauern. Ja genau, wenn man ihn auflädt, dann macht man einen Schmetterball. Der ist halt ein bisschen schneller. Was ich auch noch zeigen möchte, hier wenn ich jetzt, man kann halt auch, ich kann jetzt auch so antäuschen, ich hau nach ganz hinten, aber ich drück A und dann geht er nach ganz vorne, ganz knapp. Das heißt, wenn ihr im Internet spielt, kann es knapp werden. Und wenn ihr mal Freundeskund haben wollt und wir dann im Internet spielen, dann wird das auch ziemlich knapp. Dann müsst ihr immer damit rechnen, dass ich eine Finte machen werde. Aber wenn wir ins Internet spielen, werde ich mit euch auch wahrscheinlich Volleyball spielen. Oh cool, hast du mir getroffen, Waluigi. Ja, das ist ziemlich nice. Und wir müssen auch Hände machen, also. Doch. Also wenn jetzt hier eine Partie 10 Minuten geht, dann mache ich eine kurze Cut dazwischen, weil das dauert sonst wieder so lange hochzuladen. Wir nehmen jetzt mal den Waluigi. Er kann nämlich so ein Drehteil machen. Wenn er schmettert, dann dreht er sich auch ein bisschen. Nein, wir machen jetzt mal seinen Special Move. Der ist richtig geil. Hier kann man 4 Punkte erzielen. Ich glaube, ich habe jetzt 3-mal getroffen. Eigentlich bei jeder Special Move kriegt man nur 1 Punkt. Wir kriegen aber 3, da ich so oft getroffen habe. Wenn wir das nächste Mal wieder einen Special Move haben, zeige ich den von Luigi. Sie setzen auch Finden ein, aber die Finden von denen sind ziemlich ein Arsch. Ja, schon 10-0 nach 3 Minuten. Doch, ich kann maximal ein paar. Yo, also, wie schon gesagt, Völkerball ist das, was man am wenigsten spielt, muss man noch sagen. Eigentlich habe ich alles gesagt. Also mit Z, voilà, passiert nichts. Mit C wechselt man halt den Carry, wie ihr gewohnt seid. Ich versuche jetzt gleich nochmal hier die Teamtaktik zu zeigen. Ja, er hat den jetzt angenommen und ich konnte sofort draufschlagen. So geht es ein bisschen schneller. Ich lag sofort drauf. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir hier den von Luigi. Man muss den auch gar nicht erst annehmen. Man kann einfach durch den AB spammen und wenn er bei dir auf der Seite ist, macht er den. Er hat nämlich seinen Staubzug aus Luigi's Nest und nimmt hier hinten die Ecke, haut den da rein. Das ist eigentlich so gut wie unmöglich, den zu kriegen. Außer, für mich ist es unmöglich, wenn man den Schwarzmagier hat. Weil er kann so Feuerbälle als Rettung schießen und dann kriegst du den auch. So, jetzt haben wir auf von Luigi. Ja, wie schon gesagt, bis 15 Punkte. Bei den Kraftpaketen ist es auch so, wenn ein Kraftpaket hier gegen ein, so einen Hechtsprung kann man auch machen, den ihr eben gesehen habt. Wenn der Ball ein bisschen weiter weg ist, müsst ihr halt schütteln, dann macht er einen Hechtsprung. Bei den Kraftpaketen ist das so, wenn ein Kraftpaket gegen ein Schmetterball gegen ein, ich glaube, gegen einen Wirbelwind macht, also gegen die schnellen, leichten Charaktere, dann fliegt der auch ganz weit weg. Dann fliegt er halt bis ans Ende, so wie wenn man einen grünen Panzer, ja, jetzt hatten die eigentlich schon mal ein Item. Oh, die hatten den Minikills aber sonst. Und Satzball, den wir jetzt auch gewonnen haben, das heißt, der erste Satz dieses Spiels geht uns. Genau, wir kriegen einen Rubin.
Und hier gibt es, sag ich mal, auch eine kleine Story. Es sind, ja genau, da kann ich jetzt noch was zu erzählen. Es sind am Anfang des Spiels vier Kometen vor dem, hier, war das vor dem, ich glaube sogar vor dem Schloss gelandet. Und da drin war halt einmal ein Volleyball, ein Völkerball, ein Hockey-Puck und was gab's da noch? Ein Basketball. Und wir müssen halt diese, dann ist der Ball da rausgekommen und wir müssen diese Rubine zurückholen. Das heißt, wenn man den, das Sternenturnier eines, den Sterncup eines Turnieres gewinnt, dann wird im Turnier ist dann der Ninja da. Also er hat sich zum Beispiel als Luigi verkleidet und dann, wenn man einen Turnierkampf machen möchte, lacht er auf einmal, dann wird er zum Ninja und klaut den Pokal. Dann folgt man ihm und möchte, muss man halt gegen ihn auf seinem Luftschiff kämpfen, was eine ziemlich geile Atmosphäre bietet. Und dann da halt, wenn man gewinnt, kriegt man den halt wieder. Und ich glaube, wenn man alle die von diesen Kristallen wiedergefunden hat, dann fährt dieses, weil man holt sich immer ein Kristall aus dem Luftschiff wieder. Dann kriegt man, glaube ich, den Ninja freigeschaltet für jede Sportart, weil man hat ja auch jede Sportart ein Kristall geholt. Dann kriegt man ihn für jede Sportart freigeschaltet und dann fahrt ihr mit dem Luftschiff in eine andere Dimension, da sich die vier Kristalle zusammengeschlossen haben, dann böse wurden und ihr wollt sie halt wieder gut machen und wiederholen. Und das ist, finde ich, das Highlight eigentlich des Spieles. Da muss man dann, wenn man da ist, mit allen Attacken, also zum Beispiel, dann kämpft man mit seinem Teampartner, dann ist da ein Monster aus Final Fantasy. Das sieht ziemlich geil aus und das auch in einem Mario-Spiel. Von daher, wie viel an das Final Fantasy? Weil das Spiel, das ist halt null. Und Final Fantasy ist das nicht ein bisschen. Ich weiß nicht, Final Fantasy? Schreibt mal in die Comics. Hier. Und dann müsst ihr halt zum Beispiel mit deinem Teampartner, müsst ihr, da habt ihr auch halt so ein. Da kommen halt Kometen angeflogen, die müsst ihr halt aufsammeln. Entweder macht ihr halt so hier die Bälle die ganze Zeit hin und her, dann wird der größer und dann müsst ihr dann zum Schluss auf das Monster schmettern und so. Ihr könnt halt auch Special-Attacken einsetzen und oder zum Beispiel den, glaube ich, an den Fuß legen, dann aufladen und den halt voll gegen das Monster schmettern. Und dann müsst ihr halt, sag ich mal, mit allen Sachen, die man hier in dem Spiel dann gelernt hat, gegen dieses Final Fantasy Monster kämpfen. Das ist sogar, wenn man als erstes gegen das kämpft, habe ich ziemlich spät gecheckt, weil ich wusste nicht, dass man die aufladen kann, die Meteoriten und so. Und das hat halt ziemlich lange gedauert und zum Schluss bin ich, glaube ich, sogar abgekratzt. Und ihr habt natürlich auch eben so eine Lebensanzeige wie bei Völkerball. Das ist ja auch nicht so ultra viel. Und wenn der euch trifft, das zieht auch um und bei so ein Achtel ab. Das heißt, ihr werdet 8-mal getroffen, dann seid ihr weg. Ich glaube sogar, wenn einer von euch beiden weg ist, habt ihr das auch komplett verloren. Wäre jetzt ja ziemlich nice. Also, den will ich jetzt einmal zu Ende bringen. Hier, diese blauen Teile außen, das ist halt auch bei Waluigi ein bisschen scheiße, wenn ihr ganz ans Außen von dem Feld geht. Und ihr dann. Wenn das dann der Ball in das Blaue kommt, dann ist es halt ein Aus. Komm, die hauen wir rein. So. Da haben wir jetzt 3 Punkte wieder ergattert. Ja, genau, 3 Punkte ergattert. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Ja, 8 Minuten war, glaube ich, sogar der kürzeste Part. Abgesehen vom Völkerball, aber da haben wir auch noch den Partymodus gemacht. Und ja, wenn ihr meine Nintendo Wi-Fi Connection Freundescode haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde gucken, ob ich euch den geben werde. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Let's Show mit meinem Freund zusammen von diesem Spiel. Wenn ihr es haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann, Leute, und ciao.